Herzlich willkommen, zweite Folge gerade irgendwo in Thüringen, Kaffee 0. Warum wir nichts einkriegen, liegt daran, dass David und die Leiterin haben. Wir haben mal gerade kurz aufkippen. Machen mal einen kleinen Haufen hier. Und jetzt werden wir einladen. Jetzt wollen wir nicht ganz voll machen. Damit wir die Silage aufnehmen können. Denn das macht ihn, wir nehmen nichts. Zumischen ist möglich. Jetzt haben wir da wieder den Haufen geliehen. So, jetzt fahren wir uns die anderen kümmern und fahren einfach die Kühe versorgen. Die haben gerade wieder Probleme. Der eine ist ein Tank mehr und der andere ist, ja. Die haben keinen Bock. Jetzt fahren wir ganz kurz. Ah, lecker, geht doch wieder. Wird kurz wieder aktiviert. Dass wieder automatisch zurück geht auf 0. Wenn ein bisschen Widerstand da ist. Dass man damit nicht mit einem Finger arbeiten muss. Dann darf, soll. Die haben doch ein bisschen, ja, würde ich sagen, wenig kann man sagen. Da kommt noch was. Da kippen wir was hin. Denn wir haben ja zwei Beschlagen. Ich hab's ja gedacht, eigentlich für Stroh. Aber so geht's auch. So. Gut. Stehen lassen. Na ja, ich bin drunter da. Jetzt können wir auch die anderen Typen kümmern hier. Bevor hier der Tank. Ich habe jetzt keinen entlassen. Ich habe Malzgebiss. Gucken mal. Kurs haben wir nicht löschen. Die werden jetzt Blocking, Hexenblut. Die werden jetzt einfach auftanken. Weil das ist mir zu riskant, ich habe keinen Tankwagen da. Und das habe ich nicht in Erinnerung, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Bevor ich da jetzt wieder los muss im Händler und einen Tankwagen kaufen muss, um ihn dann wieder in den Start zu kriegen. Nö, dann machen wir das gleich. Oh, das schluckt ganz schön, muss ich sagen. Halbes Feld leer. Das können wir gleich reparieren, wenn es klappt. Ganz gut, dass wir Rohr einfahren. Wollte ich mir eigentlich sparen. So. Wieso lenkt er vorne oder wieso ist vorne ein Antrieb? So, mal. Normalerweise wieder vorne angetrieben, hinten gelenkt. Hinten wieder drin, glaube ich, gar nicht mehr an. Doppelantrieb. Denke ich mir jedenfalls. Ich muss halt kreuzen, wenn man Mais erledigt ist. Das ist mit einem ganz schön viel Aufwand. Und hier wieder die Frage Diesel, ja. Klar. Und Diesel. Ich kann keinen Traktor mit Benzin. Ja, so.
20%. So, jetzt kommen wir mit der Folge durcheinander. Müsste eigentlich Montag sein. Naja. So, die erste, die passt. Dann kommen vier Stück eigentlich für die nächsten drei sind dann für Samstag zweite, Sonntag, Sonntag, Montag, Montag. Müsste Montag schon zweite Folge sein. Müsste. Ist auch nicht so tragisch, wenn eine mehr ist, dann ist es gut, eine weniger ist auch gut. Es muss ja nicht morgen fertig sein. Wenn es morgen wäre, dann würde ich das anders machen. Wo reparieren geht, Gott sei Dank, ich dachte schon, das geht nicht. Das wäre nämlich schlimm. Ja, nicht zurückgehen. Ich habe keinen Bock zum Händler zu fahren, also weit weg. Da wäre Hofhals 1 besser gewesen. Muss mal sehen, was wir nächstes Jahr machen. Da denkt man, die Marsch ist früher fertig. Das ist leider so. Weil er sie einfach macht und die einfach macht ja entsprechend. Weil sie ja viel kleiner ist, glaube auch weniger Arbeit, ne? Naja. Und wenn sie veröffentlicht wird, dann ist sie auch noch nicht fertig, in Anführungszeichen, weil er immer ständig ja, Nacharbeiten macht, nach seinen Vorstellungen. Also im Prinzip nach und nach ergänzt, je nachdem, was man dann machen kann, ne? Aber sie ist anfangs spielbar, ne? Ich sag mal, gegenüber den Standardkarten ist das viel besser als die Standardkarten. Also die Standardkarten, damit kann man nicht, auf Dauer geht das nicht. Ist nicht schön. Das kriegen sie einfach nicht hin. Wie gesagt, liegt daran, auch ein dusseligen Helfer. Da liegt das. Weil sie, wenn Helfer zu viel Kompromisse eingehen müssen. Kompromisse in der Beziehung, dass die halt Punkt 1 mit der Straße nicht klarkommen. Also kannst du nie die Fläche optimal ausnutzen. So, da steht da fest. So, schauen wir mal, dass wir wieder einen Schwung kriegen hier. Müssen wir eigentlich eine Kette haben, ne? Kette haben wir, beim Händler ist das. So, von Blase. Weißt sonst? Sonst fahren die nicht über den Haufen. Da kennen die nichts. Da schieben die sich kreuz und quer über das Feld. Und so wie jetzt bei mir, interessiert gar nicht, da wird einfach auf Zug gefahren. Aber so ist er, KI. Müsste eigentlich anders heißen, keine Intelligenz. Wir müssen dem wieder auf den Schwung helfen. So einfach. Auf geht's, Junge, gib Gas. Gib alles aus. Auf Silo. Oh, nee.
Ja, ich kann nicht überall sein. Das ist naja, gut. Ich denke mal, das kriegen wir auch noch hin und jetzt mit Mais und dann ist es gut. Für erst machen. Und nächstes Jahr machen wir mal kein Mais. Da machen wir das Gras rein. Lassen lieber vier Ballenpressen arbeiten. Ja, das ist ja leider so, ne? Ich hole mir einen Grassammelwagen. Der kann nämlich gut aufsammeln. So. Muss ich wieder vorne anmachen. Der macht ohne. Und dann brauche ich die anmachen. Geht auch. Wenn die mal so abkippen würden auf dem Silo, dann wäre das gut. Aber das machen sie nicht. Das machen die nicht. Block ging schon wieder. Mal gucken, was die machen. Dann mal, wer da steht. Klar, logisch, richtig. Kann noch einer abfahren. Dünger, ja, Dünger läuft. Das letzte Ding läuft noch. So. So, mal vorne mal hochheben. Schnell bin, dann habe ich das Oma Sammelwagen, den Traktor, anderen Traktor. Ich glaube, ich bereue das, weil der so vorne so breit ist. Die Soja ist reif oder beziehungsweise die wird reif. Ist trocken, wir könnten ernten, aber das geht absolut nicht. Oder wir unterbrechen Mais und machen die Ernte anfangen. Wir werden die Maisernte unterbrechen. Das geht nicht anders. Das funktioniert nicht anders. Wir müssen jetzt durchziehen. Denn wenn das dann schlecht ist, dann können wir nachher nichts machen. Wollen wir hier stehen? Wenn wir gleich mal die Jungs hier abbrechen. Lassen, weil das können wir auch ernten, Regen ist. Entlassen. Große Nachfrage, Mensch, wir haben nichts da. Ja, die gehen noch eine Auslehre. Muss mal schnell gehen. So. Fangen wir an mit Feldnummer 60. Da ist der Überladewagen. Dann fangen wir da unten an. Und zwar 49. Das sind beides Hafer. Denn solange trocken ist, müssen wir das in Kauf nehmen, dass wir jetzt mal hier arbeiten. Dann irgendwann kommt wieder Regen und dann haben wir. Jetzt können wir auf 1 einstellen. Das ist ganz wichtig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dass wir den Wetter so nutzen, optimal, dass wir da jetzt nicht lange rumklagen müssen. So. Einklappen. So. Und ausklappen. Ernte, Feld, Kursgenerierung für 49, Vorgewende haben wir 2. Weich, generieren. Zurück.
Panik im Baum, du. So. Tauber wohl Kühe, das macht er richtig. Wenn wir den Rest mehr brauchen, dann geht es entsprechend in den Schrott. Wo ist hier der andere? Wo ist der? Waren hier zwei gewesen? Da ist eine. Waren die noch hinten am Händler? Ja. Yep. Und zwar zwei Stück. Gleich los zum Feld Nummer 40. Arthur wartet. Das wollte ich eigentlich vorbereiten und dann kam der Mais. Na gut. Weil ich mir zwei Felder nebenbei parallel machen, deswegen habe ich da Hafer genommen. Sonst muss ich ja wieder extra fahren. So kann der Deutz nachher losdüsen und einen Führungskurs machen. So habe ich eigentlich eingestellt. Also wenn es noch so ist, ist gut. Wenn nicht, muss ich den laden. Ja? Und dann mal schauen, ob es auch klappt. Jetzt kommt ja das nächste hinzu. Natürlich geht Hafer relativ schnell. Aber jetzt auf 1 können wir dann in aller Ruhe. Nächstes Mal, Regen kommt, ich glaube morgen früh um 9, also 6 bis 9 oder morgen früh. Bis dahin möchte ich von einem bis durch sein. Hätten wir auch den Fall für 60 nehmen können, ne? Ja, nur ist egal. So, Zeit 17. So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Und noch Tschüss in die Winkel. Ciao, ciao. Man sieht sie, hört sie dann vielleicht zur nächsten Frage. Und noch Tschüss. Bis dann. Tschüss.